Mönchengladbach. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Hier wird in 2 Tagen eins der edelsten Einkaufszentren Deutschlands eröffnen. Das Minto. Dieser 18 Meter hohe Tellerbaum ist eins der optischen Highlights im Inneren des Shoppingcenter. Julius Frack, der Weltmeister der Illusionen, wurde mit der Inszenierung des Baumes beauftragt. Vor Ort bespricht er mit dem Designer Alexis Tricroix die letzten Details für die Show am nächsten Tag. Julius hat extra für die Präsentation des Baumes eine neue Show kreiert, in der er Magie und Special Effects dazu einsetzt, dem Baum Leben einzuhauchen. Langsam wird der Baum lebendig. Einen Tag später sind alle Vorbereitungen abgeschlossen und die Arbeiter verlassen das Minto. Nur noch wenige Minuten bis zur Show. 3 Monate arbeitete Julius mit seinem Team daran, diese besondere Show möglich zu machen. Nachdem sich die prominenten Gäste kulinarisch von TV-Koch Nelson Müller verwöhnen ließen, beginnt die Show mit Popstar Live Eldin und erreicht mit Julius und der Inszenierung des Tellerbaumes den Höhepunkt. Der Baum beginnt zu leuchten und Julius lässt es aus leeren Händen schneien. Zu guter Letzt folgt dem Winter der Frühling und rundet die Show perfekt ab. Ein 4-Sterne-Shopping-Center, ein Designerbaum aus Paris und Julius Frack. Das Projekt Minto, ein voller Erfolg.